Da bin ich wieder. Und zwar so, versuche ich das jetzt mal so zu machen, mit einer Kooperation mit der Firma Cocorosa. Das dreht der dumme Wutz sich nochmal in die andere Richtung. Das gibt's doch gar nicht. Das will mich doch in der Wahnsinn treiben. So, und da wollte ich euch zeigen, weil ich mir da aussuchen durfte. Gucke nicht auf meine Finger, die sind ramponiert. Also, mache ich hier nochmal auf die Seite. Als erstes habe ich mir die Dorfstanze ausgesucht. Ich sehe nichts mehr, das ist unfassbar. Ich hoffe, dass das doch alles scharf ist, dass ihr alles sehen könne. Das ist so Teckstanz, die halt ein Loch hat, ne? Ich zeige euch gerade, weil gestern im Live habe ich die Stanze getestet und dabei ist dann das doch rausgekommen. Ne? Also so sieht das aus, wenn es ausgestanzt ist. Genau. Das ist dann die. Also ich finde die ja wahnsinnig toll. Ne? Das war eine richtig, richtig tolle Idee, dass ich mir die ausgesucht habe. Die finde ich nämlich super, ne? Ich bin total begeistert, ne? Also, das war dann die. Dann habe ich mal die Dorfstanze ausgesucht. Ach, die habe ich gestern dann getestet. Ich fand die so toll. Ach, die Größe ist so super, ne? Vorher hat man die mal in mini klein gekriegt, ne? Jetzt. Guckt mal, wie schön groß die Teile sind. Das ist doch mal ganz Tolles, ne? Genau. Und ach, wie man an meinem Live gesehen hat, die lassen sich so toll ausstanzen, so toll nochmal aus der Dings, selbst die, also die habe ich auch mehr ausgesucht. Und jetzt guckt mal, wie filigran die kleine Zeigerschere sind, wie super die sich aus der Stanze rauslöse gelöst haben. Also Wahnsinn, ne? Ich bin total begeistert, ne? Ach, die ganze schöne Schmetterlinge da, ne? Ich finde, die haben auch eine super schöne Form, ne? Die kannst du, ach, die Form und Größe sind extrem schön, also finde ich jetzt mal, ne? Genau, dann habe ich mir noch diese Glühbirne ausgesucht. Ich finde auch die Größe ist perfekt. Die ist richtig schön groß. Ne? Ihr wisst ja, dass ich Glühbirne richtig toll finde. Da ist der, das ist dann der Rand, wo dann ausgestanzt wird. Und das Innenteil zum Beispiel, ne, kann man ja ach, dann auswechseln, zum Beispiel in Gelb, ne, dass man sagt, ich mache dann das Innenteil in Gelb. Man kann sich aber auch einen Shaker draus machen, ne? Also alles das kann funktionieren, ne? Und deswegen fand ich die auch total interessant. Und die hat wirklich eine super schöne Größe. So, dann. Wo ist noch das da, ne? Was ist das jetzt? Ja. Noch die Stanz mit Pinsel und Palette. Also, ich sehe nur die Hälfte. Genau. Und die ist ach, ist so toll zum Ausstanzen. Na, eine Stadt. Und die Pinsel, ach, na, guck mal, wie schmal die dann sind, ne? Selbst die. Handig, warte, Moment mal. Ich guck mal gerade, ob das da auch rauslöse ist. Gerade mein Messer. Ja, ach, das geht super. Also perfekt. Richtig perfekt. Na, da gibt es dann unterschiedliche Pinsel. Na, die kann man dann noch mit Weiß ausstanzen und kann sich die anmalen, wie man will, ne? Genau. Habe ich noch irgendwie vergessen? Muss ich gucken, bevor ich hier das Video geschrottet habe.
Nee, das war's, glaube ich. Mal gucken, ob ich da nichts irgendwo hingeschoben habe, wo es nicht hingehört. Das ist ja auch mein Spezialgebiet. Na, Sache verschwinden zu lassen. So. Ja, nee, das war's. Na, aber am allermeisten, ne, hat mich echt die Dorfstand so fasziniert. Die ist Oberhammer. Die ist einfach so was von toll, ne? Kann ich doch schmale Platz? Ja, warte. Warte mal. Hopsa. Er kommt doch mal daher. Ach Quatsch, das ist jetzt so breit. Ach. Naja, komm, warte, schneide ich Motor durch. Ach, wie mich das doch nervt, wenn überall alles rumleitet, ne? Ja, da kann man dann entweder kann man die laminieren, sodass man Blumen zum Beispiel da drin machen kann. Ne? Ich finde das total schön. Ich bin total begeistert. Genau. Das wollte ich euch jetzt zeigen. Ich habe einen Rabattcode für euch, den ich euch in der Infobox verlinke. Genauso wie die ganze Einzelteile hier. Ja, und dann wünsche ich euch noch das Übliche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.